Die Lage in Syrien ist hochexplosiv, doch für die rund 1,5 Million Opfer inzwischen interessiert sich mittlerweile kaum noch jemand, denn wir hier sind ja nicht direkt beteiligt. Vor einem möglichen dritten Weltkrieg dagegen, der uns alle treffen würde, fürchtet sich die ganze Welt. Doch wie würde ein dritter Weltkrieg aussehen und wodurch könnte er ausgelöst werden? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zu diesem hochbrisanten Thema. Herzlich willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Wenn man denkt, dass der hochexplosive Konflikt in und um Syrien lediglich regional ist, täuscht man sich gewaltig. Immer wieder wird in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang auch darüber spekuliert, ob die Lage dort früher oder später zu einem möglichen dritten Weltkrieg eskalieren kann. Erst jetzt hat sich ein russischer Armeegeneral dazu geäußert, demnach sei die Lage noch nicht reif für einen dritten Weltkrieg, da die Politiker noch genug Verstand besitzen würden, dieses zu verhindern. Denn das sind nur Männer, die für die großen verantwortlichen Nationen stehen. Da muss es sich um einen wahren Optimisten handeln. Gerade noch hat Donald Trump mit einem Raketenangriff gedroht. Wahnsinn, denn viele verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Interessen sind involviert und das macht es nicht harmloser. Das Horrorszenario, ein russischer Angriff auf amerikanische Einsatzkommandos oder eben umgekehrt. Diese Drohung steht im Raum, egal ob aus Versehen oder mit voller Absicht. Wenn das passiert, dann ist die große Frage, wie die USA oder eben Russland reagieren. Die daraus resultierende Eskalation könnte weit über Syrien hinausgehen. An sehr vielen Staatsspitzen stehen nicht ruhige, besonnene Politiker, sondern eben gerade das Gegenteil. Und jeweils steht in einem solchen Konflikt ihre Macht auf dem Spiel. Eine sehr gefährliche Situation. Viele Expertinnen und Experten sehen tatsächlich vor allem Russland als möglichen Auslöser für eine weltweite Eskalation. Demnach könnte der Syrien-Konflikt das Ende vom Anfang sein und in einem wesentlich größeren Ausmaß enden. Nämlich in einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Schon jetzt sprechen manche Expertinnen und Experten bezüglich des Verhältnisses des Westens zu Russland von einem zweiten Kalten Krieg. Und über den Krieg der Zukunft nachzudenken und zu schreiben, genau das ist der Job des US-Strategen August Cole. Seiner Meinung nach würde ein dritter Weltkrieg beginnen, ohne dass wir es bemerken würden, denn der Auslöser für die weltweite Eskalation sei nicht unbedingt die Zerstörung einer Stadt oder ein militärischer Angriff auf eine bestimmte Region. Cole ist überzeugt davon, ein dritter Weltkrieg ist kein zweiter Weltkrieg, nur mit modernen Waffen. Cole zufolge ist dagegen eine Attacke im Weltraum viel wahrscheinlicher als ein möglicher Kriegsauslöser. Ein Satellit, der die Kommunikation und Navigation einer Region sicherstellt, hätte dann plötzlich ausfällt und mit ihm GPS, Mobilfunk und Internet. Ein Land plötzlich genauso angreifbar und verletzlich wie sein Militär und die Einwohner. Genauso denkbar seien erste Attacken im Cyberspace, also Hackerangriffe auf wichtige Ziele wie etwa das Militär, Börsen oder sonstige wichtige Einrichtungen, die das Zusammenleben und die Sicherheit eines Landes gewährleisten sollen. Fest steht jedenfalls, die treibenden Kräfte eines möglichen dritten Weltkriegs sind die Atommächte. Und dann bleibt da nur zu hoffen, dass sie sich bewusst sind darüber, welche wahnsinnigen Konsequenzen deren Einsatz hätte. Dennoch, die Atomwaffen werden als letztes Mittel, werden sie alle im Hinterkopf haben. Und Donald Trump hat ja auch schon darüber gesprochen. Ja, und vor allem, wenn Großstädte, Krankenhäuser und Zivilisten angegriffen werden. Vielleicht würde dies aber auch bewusst vermieden werden und Hauptkampfgebiete auf weiter entfernte Regionen eingegrenzt werden, die berühmten Stellvertreterkriege. In einem dritten Weltkrieg könnten zudem internationale Gremien dazu dienen, diplomatisch vorzugehen und als Kommunikationskanal zwischen den Gegnern zu agieren. Manche Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass ein möglicher dritter Weltkrieg sogar über einige Jahrzehnte dauern könnte. Der Grund dafür, die Ressourcen werden nicht sehr schnell erschöpft sein. Anders als im totalen Krieg werden wohl nicht alle jungen Männer der beteiligten Länder mobilisiert und es werden wohl auch nicht alle zur Verfügung stehenden Waffen eingesetzt. So könnten die Menschen eventuell lernen, mit dem Krieg zu leben. Eine furchtbare Vision. Anfang des Jahres hat ein US-Mathematiker eine große Datenmenge analysiert und einen möglichen Zeitpunkt für den Ausbruch des Dritten Weltkriegs errechnet. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für einen globalen bewaffneten Konflikt hoch. Der Studie zufolge wird noch bis zum Jahr 2150 ein großer zwischenstaatlicher Konflikt ausbrechen. Klar ist bei all den ganzen spannenden Vermutungen, muss man sagen, aber auch keine Forschungsgruppe dieser Welt kann in die Glaskugel sehen und wie ein Krieg am Ende beginnt und verläuft, ist sicher von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Aber eines scheint sich immer mehr herauszukristallisieren, wenn wir noch in den 80er und 90er Jahren daran geglaubt haben, dass die Welt immer vernünftiger wird und deshalb
eine Jahrhunderte dauernde Friedensperiode naht, sind diese Friedensfantasien inzwischen verflogen. Anders war ja damals die großen Friedens- und die großen Abrüstungsverträge zwischen den großen Mächten NATO und UdSSR. Wenn ihr als erstes Neues aus dem Bereich Politikwissenschaft und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zu Beginn gibt es noch ein kleines Goodie als Dankeschön, wenn ihr euch dort anmeldet. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. So wäre ein Atomkrieg. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.